Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, was soll ich nur noch dazu sagen? Außer epischer Kampf von Sniper Wolf. Ich hab's gefeiert. So, vorsichtig. Denn das soll mal hier jetzt nicht nochmal passieren. So, einfach schön alles einsacken. Okay, Ration habe ich genug. Hier gehe ich also auch so wieder raus. Und tschüss. So, hier rein kann ich nicht, weil ich habe die Code gerade 7 nicht. Von daher geht's einfach hier rein. Obwohl. Doch. Nee. Noch nicht. Ich gehe erst hier rein. Das sieht mir zu viel Minen. Na, sind hier Minen? Nein, hier ist gar nichts. Scheiße, ist aber dafür das. Okay, auch gut. Naja, wegen das bisschen Energie. So, wir gehen jetzt hier rein. Wo haben wir sie denn? Ich könnte mal wieder ein paar neue gebrauchen. So, Munition. Und ab dafür. Fuck. CD-Wechsel. Ja, so läuft das hier vonstatten. Ich muss ja mal ganz kurz die CD wechseln. Beziehungsweise einfach nur ein bisschen switchen. Überprüfe. Alles klar. Und sofort geht's weiter. Ja, wo ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich auch, was wie Game Over. Hä? Natürlich nicht, aber. So. Ach, hier sind wir ja schon. Ach, das ist ja mächtig gewaltig. So. Du hast mich nicht gesehen. Das weiß keiner. Den interessiert das gar nicht. Na gut. Ich habe nicht so viel Munition. Wie komme ich denn dahin eigentlich? Weiß ich jetzt gleich gar nicht. So. Jetzt müssen wir erstmal hier lang. Und Deckung gehen. ja. Das habt ihr nicht gesehen. Fuck, Alter. Das ist mir noch nie passiert. Hast du gar nicht gesehen? Also tu mal nicht so, als hättest du mich gesehen. Okay, das Ding geht jetzt hinter, nach hinten. Das ist sehr schön. Da habe ich mehr Platz zum Ausweichen. Perfekt. So, nun warte ich einfach hier mal ganz kurz. Fragt mich nicht, wie er hier knien kann. Ich weiß es nicht. Es funktioniert aber. So. Hier noch einer? Ja. Aber da juckt mich jetzt mal nicht. Denn ich muss ein bisschen Munition in alles sammeln. Beziehungsweise ich muss glaube hier runter, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Gut, für eine Ration. Naja, ich hab. Ja. Obwohl, hier komme ich eh nicht wieder zurück. Von daher könnte ich das eigentlich nehmen. Passt eigentlich.
egal. Treff halt nicht. Auch okay. So. Ihr habt das gar nicht auf mich bekommen. Okay, ich gehe einfach weg. Ist egal. Fuck. Wo war denn der jetzt? Den habe ich gar nicht gesehen. Wo bin ich? Oh. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Und zwar bei niemals endenden Fahrstuhl. Das erinnert mich ein bisschen an Street... what is Streets of Rage? Ich glaube ja. Klar, Streets of Rage. Wo wir in diesem Fahrstuhl sind. Wo halt immer wieder Gegner kommen und da einfach endlos ist. Gefühlt. Und so ist das hier ungefähr auch. War das jetzt nicht keine Gegner kommen oder sowas, aber die Länge. Ich hoffe, ich komme da hin mit dem Part. Also nicht deswegen, weil jetzt der Fahrstuhl so lang ist. Aber es gibt auch hier und da ein paar Gespräche, sage ich jetzt mal. Obwohl, es kommen doch Gegner. Ja, nicht schon wieder was. Na gut. Stirb einfach mal. Die sterben auch nicht so schnell wie die Weißen zum Beispiel. Wenn man es halt sicherlich sieht. So klingt, wie sehr das alles ein bisschen automatisch an. Sterb halt auch mal. Alter. Was ist mit dir? Ich darf nicht. Endlich. Was machst du denn? Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Alter, wie? Jetzt aber. Ja, das nützt mir nichts, wenn... Obwohl, da Fahrstuhl war das noch gar nicht. Gut, dann war es halt noch nicht. So, hier ist eine Kamera. Die ist hier in der Ecke. Die mich nicht sieht, zum Glück. Wenn mich nicht alles täuscht, sind hier auch Minen. Es täuscht mich nicht. Okay, vorsichtig. Ich will ja nicht schon wieder sterben. Wie viel Glamour wir haben, das ist unnormal. Ich brauche gar nicht so viel. Ich brauche eigentlich gar keine. Brauche ich Glamour? Obwohl, eigentlich doch. Hab 16. Ja, mal sehen, wie ich diesen nächsten Boss mache. Er ist nämlich gar nicht so weit entfernt. Müsst ihr wissen. Mal schauen. Mal schauen, wie ich den mache. So, jetzt kommt da ewig lange Fahrstuhl mit Krähen. Und wir wissen alle, was Krähen bedeutet. Bei ihnen haben wir ihn schon mal begegnet. Ich glaube, das habe ich davon erzählt, dass wir ihn nochmal treffen. Glaube ich zumindest. Von daher müssen wir jetzt einfach mal warten. Und warten. Die Krähe runterschlagen. Ja, das kann man wirklich machen. Und warten. Und warten. Habe ich denn schon warten erwähnt? Darauf. Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge. Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann
Undercover gegen die Mafia in New York ermittelte? Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Tja, ob sie wirklich dahinter steckt oder ob das alles nur erfunden ist, man weiß es nicht. Jedenfalls im Moment noch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist scheiße kalt hier. Vorhin so warm, hier so kalt. Aber wir brauchen das. Also nicht die Kälte. Was wollte ich denn jetzt? Claremore, genau. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt mal denke. Ich habe es noch nie probiert. Aber gut. Willkommen, Kassan. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Du hast einen meiner Freunde getötet. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Muss für jemanden deiner Größe ganz schön eng sein. Das war doch kein Kampf. Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Eine Illusion. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Zwei Gegner ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt. Ja, warum auch nicht? So, eigentlich muss man das so machen. Nikita nehmen und abfeuern. Aber da kommt man so leicht nicht ran. Das ist das Problem. Ich bin gespannt, ob das funktioniert.
Ja los, folge mir. Idiot. Hoffentlich falle ich nicht selber drauf rein. Das funktioniert sogar. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und sogar noch besser als überhaupt. Los, folge mir. Das funktioniert. Das war so nicht geplant. Jetzt hau, Snake, jetzt wach auf und hau ab da. Folgst du mir? Nein, machst du nicht. Okay. Nicht, dass ich hier alles vermine und dann meine eigene Scheiße renne. Das wäre nicht so geil. Ja, genau so. Habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Idiot, du rennst mir nach. Okay, hat nicht ganz funktioniert. Okay. Tja. Warum kann ich hier nichts legen? Verstehe ich nicht. Na los, jetzt mach schon hin. Das hat die ganze Zeit so gut funktioniert jetzt. Warum rennt er eigentlich da nicht rein? Ach so, weil die ja. Ja, ein bisschen falsch. Mach ich das einfach so? Ach so, ich kann keine mehr legen. Ach so, deswegen. Tja, gut, dann muss ich eben doch dieses Ding nehmen. Das funktioniert nämlich auch. So, folge mir. Ich hoffe nur, ich mache später keinen Fehler mit den ganzen Klammerminen. Die sind dann weg. Funktioniert eigentlich auch ganz hervorragend. Genau das habe ich nämlich erwartet. Da ich meine eigenen Klammerminen renne. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht okay. Nein, ich bin nicht okay. Entschuldigung. Tut mir leid, aber ich bin's nicht. Fuck. Hat so gut funktioniert. Aber gut, ich würde sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Ich speichere lieber hier erstmal. Sicher ist sicher. Eiling, wie geht's Naomi? Wie? Gut, glaube ich. Wieso? Was wollen Sie, Snake? Wenn Sie mit Naomi reden wollen, rufen Sie sie an? Ach, nichts. Vergessen Sie's. Komisch. Nicht fragen, einfach machen. Gut. Überschreiben. Wie spannend dieser Speichervorgang ist. Dankeschön. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin.